wurde gemeldet, dass hier besondere Kräfte verwendet werden. Alle in eine Reihe. Nach ihm wird gefahndet. Hände weg vom Körper! Scheiße! Scheiße! Weißt du, was ich mich frage? Wieso gibt sich einer wie du mit solchem Abschaum wie uns ab? Ihr habt mich angesprochen. Ich brauche ein Elektro, mindestens Klasse 2. Du bist eingestiegen. Wieso? Meine Mutter ist krank. Okay, mal sehen, was du drauf hast. Wie willst du leben? Sollen wir machen, was die von uns wollen? Immer schön brav sein, unsere Kräfte verbergen? Du bist und bleibst nur eins. Ein Klasse 5 Elektro. Sei der, der du bist. Und wenn du etwas haben willst, dann nimm's dir einfach. Es wird alles gut werden. Wir haben diesen Elektro schon seit einer Weile auf dem Schirm. Angie Connor, Sie sind da an ein paar schlimme Typen geraten. Ich will nur meine Familie wiedersehen, okay? Ich bring das in Ordnung. Wie gut ist der Elektro? Du hast nur einen Versuch. Was machen wir, wenn der Junge nicht trifft? Ich treffe. Er trifft. Was hast du gesehen? Es wird einen Kreuzzug geben. Träumst du oft von Dingen, die genauso passieren, wie du es geträumt hast? Ja. Die Prüfung ist simpel. Zieh deine Hand aus dem Kasten und du stirbst. Was ist in dem Kasten? Schmerz. Du erbst zu viel Macht. Du hast Selbstbeherrschung bewiesen. Nun lerne, über andere zu herrschen. Etwas, das keiner deiner Vorfahren gelernt hat. Mein Vater herrscht über einen ganzen Planeten. Er verliert ihn. Er bekommt einen viel reicheren. Den wird er auch verlieren. Ah, mein Junge! Arrakis ist eine Todesfalle. Tötet sie. Die wollen uns auslöschen. Die nehmen sich meine Familie vor, alle. Kämpfen wir wie Dämonen. Ein Tier, das in eine Falle gerät, wird sich ein Bein abbeißen, um zu entfliehen. Was wirst du tun? Ich kenne dich. Eines Tages wird eine Legende geboren. Die ganze Zivilisation hängt davon ab. Die Zukunft. Ich kann sie sehen. Ich darf keine Angst haben. Die Angst tötet den Verstand. Mein Herzog. Wo keine Angst mehr ist. Da werde nur noch ich sein. Los, los, los! Thank you.
Okay, da wären wir. Willkommen in Yonder, ein wundervolles Neubaugebiet. Dort gibt es alles, was Sie brauchen und was Sie sich wünschen. Nummer 9. Nummer 9 ist nicht irgendein Eigenheim. Dieses Haus ist für die Ewigkeit. Blau für einen Jungen. Haben Sie Kinder? Nein. Ich denke, es ist nicht ganz das, was wir suchen. Der Kerl war sowas von schräg. Ja. Warte. Nein, nein, das ist nicht der richtige Weg. Doch, auf der Straße sind wir gekommen. Wieder Nummer 9. Sind wir gerade in eine Schleife gefahren? Was ist das für ein Scheiß? Soll ich fahren? Weil ich denke, das ist doch alles gar nicht möglich. So einen Scheiß gibt's doch nicht. Tom muss einen Weg hierher und dann können wir doch nicht den Weg raus versperren. Oh mein Gott. Hallo? Was passiert hier? Vielleicht lassen sie uns gehen. Was, wenn die nicht kommen? Was machen wir dann? Einfach rumsitzen und darauf warten, dass man stirbt? Zieh dieses Kind groß und ihr seid frei. Es ist ein Junge. Get a little time for the child within you. Don't be afraid to be young and free. To the locks and throw away the keys and wir wollten doch nur ein Zuhause. Hier ist dein Zuhause. Gruseliger kleiner Mutant. Bist du schon mal aus einem Traum aufgewacht, der so real war, dass du für einen Moment vergessen hast, wo du bist? Das hier ist sehr ähnlich. 16 Jahre, fast ein Drittel meines Lebens, habe ich auf sowas hier gewartet. Gab es Widersprüche? Ich fand eine falsche Darstellung. Was für eine Höllensumme. Wir sollten das feiern, gehen wir aus. Und? Was ist dein Job? Ich bin Anwalt. Sowas wie ein Strafverteidiger? Kalter, gesichtsloser Kerl. Volles Putz. Wirklich? Irgendwie gucken mich alle so komisch an. Oh, die wundern sich nur, wieso mein Dad mit hier ist. So, wir will anfangen? Okay. Wie lange dauert es, bis das Zeug wirkt? Es trifft dich wie eine Welle. Du lässt die Drogen von einem Fremden andrehen? Ich weiß von nichts mehr. Alles okay? Wir suchen jetzt den Kerl von der Party und verflucht, wir sollten ihn schnell finden. Her mit meinen Drogen! Das Universum versucht dir etwas zu sagen. Alles, was du tun musst, ist gut aufpassen. Du denkst, du stehst unter Drogen? Das Universum weiß, was es will. Balance. Dagegen anzukämpfen, steuert dein Leben ins Chaos. Du bist fast am Ziel. Du wirst das hinkriegen. Was für eine Wendung. Definitionsgemäß sind alle Freaks, die frei herumlaufen, als illegal eingestuft. Abnorme sind gefährlich und wir können sie nicht in Freiheit leben lassen. Chloe! Hey! Man kann dich doch sehen! Entschuldige, Dad. Wir müssen uns weiter verstecken. Sie sehen aus wie wir, oder? Wo willst du denn hin? Ich will mich nicht mehr verstecken. Du musst stark sein, so wie deine Mom war. Sie kennen meine Mom? Chloe! Ich hab Mom gesehen. Wovon redest du da? Was hast du da gesehen? Sie schleppten sie einfach weg. Sie ist noch nicht tot. Was? Verstecken ist keine gute Idee. Wir werden hier nie lebend rauskommen.
Chloe! Ich komme mit dem Mädchen raus. Was hast du getan? Ich habe uns gerettet! Wo bist du, Mami? Eine dieser Kugeln ist wie Viel. Sie bewegt sich vorwärts durch die Zeit. Die andere hingegen rückwärts. Können Sie sagen, welche davon welche ist? Wie ist es jetzt? Wieso fühlt sich das so seltsam an? Sie schießen die Kugel nicht ab. Sie fangen sie ein. Wow. Wer ist der Amerikaner? Er wirkt nett. Ich habe ihn zum Abendessen eingeladen. Starke Fäuste für einen Diplomaten. Es gibt Menschen in der Zukunft, die uns brauchen. Haben Sie was im Sinn? Wird Ihnen nicht gefallen. Zeit ist nicht das Problem. Da lebend wieder rauszukommen, ist das Problem. Sie haben keine Ahnung, worauf Sie sich einlassen, wenn Sie durch diese Tür gehen. Tja, aber ich gehe, also wäre jeder Tipp willkommen. Wenn Sie die Luftschleuse verlassen, nehmen Sie sich einen Moment zur Orientierung. Es können Verzerrungen beim Sehen und Hören auftreten. Was denken Sie, ist das alles? Die Trümmer eines kommenden Krieges. Sie wollen ein Flugzeug crashen lassen? Wie groß ist denn das Flugzeug? Der Teil ist vielleicht doch ein wenig dramatisch. Wir stehen an der Spitze des größten menschlichen Fortschritts aller Zeiten. Etwas wie ihn haben wir bisher noch nie gesehen. Und er ist völlig unter unserer Kontrolle. Mit Erinnerungseinstellung beginnen. Und Sequenz starten. Was ist mit mir passiert? Sie wurden getötet. Sie haben eine zweite Chance bekommen. Ich habe eine Armee von Soldaten wie Sie entwickelt, verbessert, ausgebaut. Willkommen im Zirkus. Die Technologie in Ihren Adern macht Sie schneller, stärker. Und heilt Sie sofort. Irgendwas stimmt hier nicht. Die haben dich manipuliert. Nächste Eliminierung festlegen. Sie sind meine Waffe. Sie haben mich erschaffen. Aber Sie können mich nicht für immer kontrollieren.
Die werden dich holen. Ich freue mich darauf. Er kommt hier nicht rein, oder? Keine Chance. Oh Mann. Scheiße. Sieh dir das an. All die Jahre in der Großstadt und nun sind wir endlich raus. Wir leben den Traum. Vielleicht ist es ein Traum. Und dann ist es explodiert. Dann macht es auf einmal Bumm, wie bei einem Überschallknall. Und dann gab es einen Blitz, ein pinkes Leuchten. Sieht aus wie ein Meteorit. Das kommt doch aus dem All, oder? Meinst du, das ist radioaktiv? Meteoriten sind für gewöhnlich nicht gefährlicher als normale Steine. Wie kann etwas so Großes einfach verschwinden? Hast du die gepflanzt? Nein. Ward, kommen Sie mal kurz her. Ach du Scheiße. Was machst du da? Psst. Er redet mit mir. Wer redet mit dir? Der Mann im Brunnen. Es ist in der Statik, es ist in der Feuchtigkeit. Was hier drin ist, ist da draußen. Und was da draußen ist, ist jetzt hier drin. Ich habe alles unter Kontrolle. Wie kannst du das einfach leugnen? Das liegt an diesem Meteoriten. Er hat alles um uns herum verändert. Einfach alles. Es ist nur eine Farbe, aber es brennt. Glaubst du mir jetzt? Ich weiß nicht, was ich nur glauben soll. Es wird alles wieder gut. Sie haben die Möglichkeit, als erstes das neue Jahrhundert zu betreten. Es gibt niemanden auf der Welt, der unserem Realismus auch nur ansatzweise das Wasser reichen kann. Hallo. Das ist unglaublich. Ich weiß nicht so recht, James. Das ist die Zukunft, Sophie. Meine Roboter werden tun und lassen, was immer du von ihnen erwarten wirst. Guten Morgen, Sophie. Der Roboter darf natürlich nicht zu emotional durch euch werden. Du wirkst gestresst, James. Wieso willst du das wissen? Vielleicht kann ich helfen. Ich mag dich, Henry. Behandelt ihr ihn wie eine Person, verhält er sich auch wie einer. Wieso glaubst du, hast du diese Träume, Henry? Das macht mein Programm, um dir zu gefallen. Sollten irgendwelche Probleme auftauchen, wird Henry sofort an seine Station gebracht. Für einen Neustart. Was könnte denn alles passieren? Nichts Ernstes. Meistens nur Sprach- und Kommunikationsfehler. Henry. Wo bin ich? Weißt du noch, was du geträumt hast? Im Traum war ich ein Mensch. Das heißt, dass er ganz viele Dinge aufgreift, die du ihm zeigst. Kannst du Lust fühlen? Ich glaube, ich kann Lust nachahmen, wenn du das möchtest. Ich finde, er ist immer noch ein Mensch. Mach die Augen zu. Du solltest aufhören, dich so zu verhalten, bevor er völlig am Durchdrehen ist. Vielleicht musst du dich endlich ändern und nicht ich. Ich werde das Ganze jetzt beenden. Henry, ich will, dass du zu deiner Ladestation gehst. Das werde ich nicht tun. Verlassen Sie umgehend Ihre Häuser. Besorgen Sie sich, wenn möglich, schwimmfähige Gegenstände. Vermeiden Sie jegliche Art von Panik. Lassen Sie niemanden zurück. Jedes Leben zählt. Wir sind Menschen. Und wir sollten bis zum Schluss füreinander da sein.
Notrufzentrale. Was wollen Sie melden? Hallo? 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 Sind Sie noch dran? Ist jemand bei Ihnen? Verabschiedet sich, wenn man jemanden verlässt. Nein! Willkommen an Bord der Anyara, einem topmodernen Transportraumschiff, das Sie nur in 3 Wochen den weiten Weg von der Erde zum Mars bringen wird. Wir hatten einen Unfall. Ich verstehe Ihre Beunruhigung. Wir hatten keine Wahl und mussten unseren Treibstoff vollständig ablassen. Das bedeutet, dass wir die Anyara nun leider nicht mehr steuern können. Wir sind von unserem Kurs abgekommen und können nicht zurückkehren. Bin ich tot? Du bist im Koma. Dann ist das alles nur ein Traum? Es sind Erinnerungen. Jeder Mensch, der ins Koma fällt, gelangt an denselben Ort. Hierher. Im Koma entwickeln einige Menschen beachtliche Fähigkeiten. Um diese Fähigkeiten zu entfachen, brauchen sie einen Impuls. Sie müssen in Gefahr gebracht werden. Lass mal sehen, was deine Fähigkeit ist. Der Mann da oben auf dem Balkon, ist er der Anführer? Er hat uns beigebracht, wie man hier überlebt. Wir sind aus einem Grund hier. Jeder, der hier ist, hat es in der Realität nicht geschafft. Sie hatten keine Zukunft in ihrer Welt. Habt ihr es immer noch nicht geschnallt? Ich hab hier das Kommando, ist das klar? Wenn diese Welt aus Erinnerungen besteht, wie kommen die dann hierher? Entdeckung! Irgendwo hier gibt es eine Insel, die frei von diesen Reapern ist. Wir sind permanent auf der Suche nach Leuten, die uns dabei helfen, diese Insel zu finden. Ist das jetzt mein Leben? Dort konnte ich nicht mit demjenigen zusammen sein, mit dem ich es wollte. Hier aber schon. Diese Welt würde nie etwas Ungewöhnliches würdigen. Egal, wie großartig es wäre. Wofür braucht man dann noch die Realität? Wir müssen aufwachen. Du darfst nicht aufwachen, verstanden? Du bist jetzt hier im Koma. Daran kannst du nichts ändern. Das Leben im Koma ist genauso real. Lass sie ja nicht los, hörst du? Thank you.
Was ist das Letzte, woran du dich erinnerst, Danny? Er sagte, wir sollen rennen. Du hast nur überlebt, weil du ein sehr ungewöhnliches Mädchen bist. Du bist nicht allein. Nicht mehr. Weißt du, was Mutanten sind? Möchte jemand von seinem ersten Erlebnis erzählen? Rain? Ich war 13. Ich dachte, es wäre ein Traum. Ich habe einfach die Kontrolle verloren. Sam? Ich habe Panik gekriegt. Menschen wurden verletzt. Roberto? Meine Freundin. Ich habe sie verbrannt. Eliana? Ich habe 18 Männer getötet. Ein nach dem anderen. Das ist kein Krankenhaus, das ist ein Käfig. Es ist wichtig, deine Kräfte zu kennen, damit wir dir helfen können, gesund zu werden. Ich habe was gesehen, was ich nicht hätte sehen dürfen. Ich glaube, wir sind nicht hier, um gesund zu werden. Dieser Ort lässt dich deine größte Angst so lange durchleben, bis sie dich umbringt. Er ist da. Wir können hier rauskommen. Gemeinsam. The New Mutants. Was machst du hier in Somerville? Ehrlich gesagt, meine Mutter sagt zwar nicht, aber wir sind komplett pleite. Und das Einzige, was uns noch bleibt, ist dieses unheimliche alte Farmhaus mitten in der Pampa, das uns Großvater vermacht hat. Oh mein Gott, das ist noch viel schlimmer, als ich gedacht habe. Habe ich im Wohnzimmer gefunden. Wow, eine Mörderreplika. Replika wovon? Einer Geisterfalle? Es gab keine Geistersichtung mehr seit 30 Jahren. New York in den 80ern? Wie bei The Walking Dead. Hat dein Vater dir nie was davon erzählt? Gib nur meine Mutter. Mein Großvater ist gestorben. Meine Mutter sagt, wir sind nur hier, um seine Sachen auszumisten. Moment mal. Wer bist du? Nenne es Schicksal. Nenne es Glück. Ich glaube, dass alles aus vorbestimmten Gründen geschieht. Komm schon, Schätzchen. Ein ausfahrbarer Schießsitz? Oh mein Gott! Das ist das Beste, was ich je gesehen habe. Hören Sie genau zu. Sie sind jetzt 5000 Meilen vom Festland entfernt. Und sie sinken 7 Meilen tief auf den Grund des Ozeans. Wir sehen uns in einem Monat wieder. Los geht's. Also, ziehen wir das durch, ziehen wir es durch!
einer Skala von 1 bis 10. Wie groß ist der Schaden? 10. Wir sind bis zum Meeresgrund vorgedrungen und wissen nicht, was uns dort erwartet. Wir müssen zur Station. Und wie kommen wir dahin? Wir laufen. Wir sollen laufen, ohne ausreichend Sauerstoff, über den Grund des Ozeans? Wir wissen nicht, was da draußen ist. Mieseste Idee ever. Was war das? Lichter ausschalten. Was ist das? Was ist das? Was passiert hier? Etwas verfolgt uns. Underwater. Es sieht mich unter Wasser! Demnächst nur im Kino. Michael. Ich kenne dich, seit du ein Kind warst. Du hast eine Gabe. Hattest du immer. Wenn es eine Heilung für deine Krankheit gibt, wirst du sie finden. Ich hätte schon vor Jahren sterben sollen. Warum bin ich noch hier, wenn nicht um das zu heilen? Ich habe eine seltene Blutkrankheit und mir läuft die Zeit davon. Das könnte meine letzte Chance sein. Du hast etwas vor, was ist es? Es ist nicht ganz legal. Ich will nicht, dass du noch mehr Schmerzen erleiden musst als ohnehin schon. Das wäre ein Heilmittel. Um welchen Preis? Michael, was ist passiert? Ich war dem Tode nahe und fühle mich jetzt lebendiger denn je. Erhöhte Kraft und Geschwindigkeit. Die Fähigkeit der Echoortung. Und ein übermächtiges Verlangen nach Blut. Wie weit ist es uns erlaubt zu gehen? Um etwas zu beheben, das kaputt ist. Bis das Heilmittel... schlimmer ist als die Krankheit. Michael Morbius hat es satt, den Gutmenschen zu spielen, hä? Wie geht's, Doc? Hier spricht Captain John Lane von der Pangea. Bitte antworten Sie. Hast du einen Notruf gesendet? Warum antwortet niemand? Die hochentwickelste Technologie der Welt. Und trotzdem können wir nicht mal telefonieren. Was ist passiert? Hast du die Erde gesehen? Was hast du gesehen? Wir sind die Letzten. Es könnte Überlebende geben. Jeder weiß es. Aber trotz alledem verlieren wir unsere Hoffnung als Letztes. Sie ist ganz allein. Wieso war diese Mission für uns so viel wichtiger? Wir können das nicht heilen. Wir versuchen es. Was wirst du denn machen, John? Wenn du der letzte Überlebende bist. Geistig nicht mehr in der Lage? Sollen wir da draußen herumtreiben, bis wir ersticken? Wissen Sie, was passiert ist?
Haben Sie Angst zu sterben, Captain Lane?